Auch die Kirchengemeinde St. Marien und St. Georgen in Wismar erhält Geld von der Thomas-Agerholm-Stiftung. Die 1.000 Euro fließen in die Kirchenmusik. Allerdings muss das ursprünglich für September geplante große Konzert wegen Corona abgesagt werden. Ein Teil der Unterstützung und der Förderung möchte ich für ein Sonderkonzert verwenden, weil wir zu dem Termin am 20.09., also ein kleines Alternativkonzert hier in der St. Nikolai-Kirche durchführen werden. Ich bin immer bemüht, alle Künstler auch in dieser Zeit zu unterstützen, und daher werde ich unsere Solosopranistin einladen, und es wird ein Konzert für Solosopran und Orgel geben. Die Kantorei ist für die Musik in allen Kirchen verantwortlich. Die Thomas-Agerholm-Stiftung hatte im Juni 10.000 Euro an Vereine und Organisationen in Wismar und der Region übergeben.